Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht im Kopf. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Was geht, Leute? Willkommen zu The Last of Us, den zweiten Teil. Ich hoffe, du bist auch mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt in die Videobeschreibung, das alles findet. Ich glaube, ich mache diese Musik und so weg, ey. Naja, zwar schadet es jetzt nicht so viel, aber... ich habe in den Kommentaren, Little Hope wird auf jeden Fall noch kommen. Leute, macht euch auf jeden Fall da keinen Kopf. Little Hope wird auf jeden Fall kommen. Halte zum Galoppieren. L1-Taste gedrückt. Das sieht schon nice aus. Ach so.
Achso, hier, ja, Mann. Ich habe gedacht, man spielt im zweiten Teil nur mit Ellie. Ich habe den zweiten Teil noch nie gespielt. Nicht mal angespielt, gar nichts. X-Taste, springen. Also den zweiten Teil kenne ich gar nicht. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich habe halt nur im Trailer gesehen, dass Joel kam. Aber ich habe gedacht, man spielt nur mit Ellie. Tommy sieht auch übel alt aus. Wieder übel alt geworden. Ich glaube, Ellie ist hier jetzt älter. Ich hoffe, die kann schwimmen. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Stadt sieht nice aus, ey. Richtig geil. Dass da noch Menschen sind, die leben. Jetzt frage ich mich, gibt es jetzt nur Runner und Clicker und Bowler? Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden ja, aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay.
Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Mit linker Stick einen Akkord auswählen. Touchpad wischen vertikal, zum Anschlagen wischen. Ich kann das einfach so oft, wie ich will. Guck, mit dem Touchpad. Aber Ellie ist auf jeden Fall nicht älter geworden hier. Das kommt, glaub ich, noch. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, 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 ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Last of Us Part 2. Ja, ich glaube, diese Frau kann man ausmachen, ey. Es nervt. Ah, hier ist die älter, glaube ich. 4 Jahre später. So viele Erzähler. Oh, Scheiße. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich habe total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich ziehe mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte.
Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. Ja, jetzt. Ich hoffe, wir bekommen das auch noch erzählt. Okay. Die Geschichte ist einfach interessant. Die PS5-Version kommt zwar auch raus, aber ich warte jetzt nicht auf die PS5-Version. Es ist ja auch egal, ob man jetzt die PS5-Version... Hey, ist Joel wach? Joel? Morgen wurden Infizierte gesichtet. Maria, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Ich wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Okay, wir sind immer noch in diesem... Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Dann hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Hatte jede Menge Spaß. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Entschuldigung? Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Die Erzählerin ist aber gut, gell? Die, wo so im Hintergrund redet wie Siri. Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Hi, Jesse. Du stehst. Oh, hi. 100. Du stehst. Du stehst. Gesundheit. 100. Was? Ich tue auf den Touchpad drücken und die redet. Ich glaube, ich werde es versuchen auszumachen. Willst du was frühstücken? In der nächsten Folge. Wo ist Maria? Hinten. Maria ist die Frau von Tommy. Komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher.
Ich bringe euch raus. Okay. Heuchler-Sandwiches. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Early, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Ach, Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina! Es gibt Arbeit! Gib mir eine Minute! Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Elli auf der Pathet, Alter. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet das so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! In Deckung! Los, los! R2-Taste. Schneller Wurf. Treffer. Wenn das Fadenkreuz fixiert ist, wirf mit R2-Taste direkt auf das Ziel. Stabil. Ich krieg es nicht weg. Ja, lauf lieber. Lauf lieber. Ich sehe dich. Linker Stick nach vorn. Plus X-Taste. Klettern. Ich mach dich selber aus. R2-Taste. Schneller Wurf. Komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Elli und Dina. Fünf. Ich lass dich nicht gehen, ey. Elli und Dina. Wir machen krasse Schneeballschlag. Elli und Dina. Acht. Zehn. Wir gewinnen. Elli und Dina. Neun. Schnee in den Haaren. Unfair, Alex. Na, wie war das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Oh! Aufi! Hilfe! So, jetzt kommt ihr nicht davon! Ehemaliger! Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Oh Mann! Bin wohl selber schuld, was? Yep. Elli benimmt sich irgendwie so, als ob die Drogen genommen hat, also, und auf Pubertät Jessie ist. Jessie will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Mir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Ladies. Ich bringe Sie rein. Danke. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke.
los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja, ja, ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Hey. Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du wirst wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Na los, hier lang. Jetzt weiß ich zwar nicht, was abgeht, aber Leute, alles in der nächsten Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Alter, die ist übel breit, ey. Hade.